zusammen ein Interview zu führen. Und das andere ist dann mal darüber so offen zu reden, ne? Ich möchte mal eben den Schuss. Wenn ich mit der Leute auch noch sieht. Ja, ja, das ist immer was anderes. Also ich bin Tina Seibel mittlerweile. Wir haben vor etwa 8 Monaten geheiratet. Und eigentlich müssen wir sagen, da steht drin 10 einer Ehe. Wir haben eigentlich viel mehr zu erzählen von den 10 vor der Ehe. Da haben wir uns nämlich ziemlich lange durchgequält. Ich war 10 Jahre Single und zusammen sagt Frank immer mal 50 Jahre Single. Jetzt beginnt das Rennen. Wir wollen nämlich mal eine Lanze brechen für all das, was hier so im Hirn so vorgeht. Dass wir uns immer denken, wie das alles so laufen müsste, wie der Partner so sein müsste. Denn vor 5 Jahren habe ich Frank kennengelernt. Auf einer Party, der hat uns wohl zusammengebracht. Susanne natürlich. Ich habe Frank gesehen und habe gleich beschlossen, der fällt auf gar keinen Fall in mein Beuteschema. In dem Buch steht immer, der geht gar nicht. Also wirklich, der ging gar nicht. Jetzt habe ich ihn rangepirscht, ich habe ihm, wie sagst du immer so schön? Er schnell jetzt abseits gestellt. Ja, er hat eher mit dem Baseballschläger. Also er meinte, es wäre so vom Gefühl her mehr so, als hätte man mit dem Baseballschläger mitgekriegt. Aber im Laufe der Zeit hat sich doch ein bisschen was getan. Also, der Baseballschläger ist heute aus Watte. Naja, manchmal. Und wir haben Susanne dann ein bisschen was über uns erzählt, über unser Single-Leben. Besser? Mhm. Och, du willst sitzen? Ja. Mein Mann ist sehr gemütlich, wir sind beide sehr gemütlich. Und Genuss ist sowieso unser Thema. Heute war wieder so ein Kind, hat ein Hemd angezogen und er sagte, ich fange immer oben an zu knöpfen. Und ich so, brauchst du aber nicht, passt unten nicht mehr. Naja, wir haben... Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich, aber eins ist besonders so, man merkt ja schon, ich rede die ganze Zeit. Frank nickt immer ganz ordentlich. Ne? Ich habe ihn eben gefragt, was dürfen wir denn jetzt alles erzählen? So, wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Ich verliere auch schnell mal den roten Faden, aber es gibt so ein paar Szenen bei uns. Also das kam irgendwann mal so, dass ich in einem Training für Frauen war, wirklich einen Monat, ich brauchte es wirklich. Also sonst hätte ich wahrscheinlich nie einen Partner abgekriegt, weil ich Vorstellungen hatte, die ging gar nicht mehr. Also andererseits war ich aber auch eine, die hat alles ausprobiert und alles mitgenommen, was kam. Und dadurch hat sich das immer, die Liste wurde immer länger an Sachen, die ich ja wollte. Das konnte gar kein Mann mehr erfüllen. Also dieser Schimmelreiter, das ging gar nicht mehr. Also Richard Gere hätte es nicht mal mehr hingekriegt, aber egal. Frank war plötzlich da und ich dachte, immer wenn ich mit Frank zusammen bin, dann habe ich irgendwie, weißt du, mit dem kann man super essen, super lachen. Aber wenn ich den so angucke, ihr wisst nicht, wie er damals ausgesehen hat, Leute. Dann blieb mir echt die Spucke weg. Ich dachte, da muss man was machen. Und glücklicherweise hat Frank eine ganze Menge dafür getan. Unter anderem Kleiderschrank-Coaching. Ja. Andrea, wo bist du? Ja, ja, genau. Dazu muss ich kurz mal was sagen. Also es war interessant, wie sie mein Schlafzimmer gab, wo die ganze, also nicht ein Schlafzimmer im Sinne von Bett, sondern andere Seite, im Sinne von Schrank. Sie fing mit einem Schrank an, dachte, das wär's. Nach 3 Schränken stellte sie fest, 5 Anzüge, 10 Klamotten und keine einzigen passen. Ja, okay. Und dann fing die liebe Dame an, die Sachen zusammenzustellen. Ich glaube, so viel Spaß hat man noch nie. Dann hat sie angefangen, das zu fotografieren. Ich kann euch nur sagen, macht's, weil es nennt sich zwar Inspektion, aber es ist wesentlich besser als beim Auto. Naja, jetzt sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt musst du dir vorstellen, dass ich zwar 10 Jahre Single war, aber Frank war tatsächlich 40 Jahre Single. Das heißt, er hatte noch nie zuvor eine Frau geküsst, geschweige denn Sex gehabt und noch geküsst. Und jetzt kam ich. Oh Gott. Naja, er hat auch nicht gefragt, weil er meinte, gegen dich kann ich immer nur verlieren. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie mit irgendwelchen Zahlen um die Ecke gekommen wäre, ihr wisst ja, Frauen mogeln da auch ganz schön. Und so die erste Zeit habe ich gedacht, oh Gott, der küsste. Ich bin mal auf so einem Karneval-Schützenfest steht drin, ne? Ich weiß eigentlich über das Karneval. Susanne sagt, das liest sich besser. Also waren wir Schützenfest. Da gibt es bei uns immer Mettbrötchen. Ich komme aus dem Sauerland. Da waren so Zwiebelringe drauf. So ein älteres Paar guckt sich an, sie ist am Essen, ne? Und er so, so, jetzt zum Kuss, ne? Und ich habe das gesehen, wie diese Zwiebel hin und her geht. Und ich dachte, wie und plötzlich hatte ich einen Mann, der hatte noch nie geküsst. Und könnt ihr euch vorstellen, wie der geküsst hat? Ich fühlte mich in diese Zeit zurückerinnert, ja? Und ich dachte, ich war zurückversetzt.
dachte, Scheiße, da gibt's noch was zu tun. Ich kenne nämlich auch ein paar Freundinnen, die haben tatsächlich ihre Männer dafür sitzen lassen, haben gesagt, kann ich küssen, also nicht mehr. Ich habe gedacht, okay, ich investiere. Das Geilste ist ja wirklich, nehmt euch einen Mann, der noch nie vorher eine Frau hatte, der kann sich voll auf euch einstellen. Dieses ganze nicht so. Naja, also das Küssen, also wirklich, Frank, das war schon heftig, ne? Wir beide. Das war ein längerer Trainingsexkurs, ja. Ich sage ja immer, schön ist, wir sind noch lange nicht am Ende, das ist ja das Geile daran, ne? Also, naja, bis ich dann irgendwann angefangen habe, ich mag ziemlich gerne ziemlich oft Sex. Und mein Mann macht dann immer so eine, ich bin, also hier, ja, Migräne so ungefähr, ich bin so fertig von der Arbeit. Und dann denke ich immer, nö. Leg dich hin, schlaf, aber ich mach weiter. Und das Geilste ist immer, ich habe einen Verbündeten. Er hat noch keinen Namen, ja. Aber, der kann immer, ja. Das ist so geil. Und Frank sagt dann immer, der schläft. Und ich sag, nein, tut er nicht. Naja, ich habe ihn einige Male schon überzeugt, dass es doch auch ganz entspannt sein kann, weil es geht ja da auch jetzt wirklich um gesund gevögelt. Ja. Frank ist weniger krank, seitdem wir zusammen sind. Man müsste das mal statistisch erheben. Ja. Der Arbeitgeber nicht viel mehr gelitzt, sondern er fehlt nicht mehr so oft. Eigentlich. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, ne? Naja, also ich rede dann ab und zu mit ihm da unten, weil er hört manchmal ja nicht so, ihr kennt das ja, ne?